Ja, Freunde, so sieht das aus, wenn man eine kleine Winstreak hat, also die kleine, aber feine Winstreak, mussten wir jetzt aber leider verlassen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, obwohl es ist eigentlich gar kein Let's Play, sondern es ist einfach Clash of Clans spielen mit mir, dem Thorsten. Ja, unsere kleine, aber feine Serie haben wir jetzt leider, 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 leider. Ist noch ein altes Bild gewesen. Verloren ist aber nicht so schlimm. Win War Streak oder War Win Streak oder Siegesserie von 0 im Moment, weil wir jetzt tatsächlich mal einen verloren hatten. War jetzt schon ziemlich lange nicht mehr. Ich muss sagen, ich muss mal gerade gucken, wie viele Tage das eigentlich tatsächlich sind. 76 Tage, 78 Tage, das Unentschieden. Also fing unsere Siegesserie mit einem Unentschieden an. Also gar keine richtige Siegesserie, sondern eine unentschieden Siegesserie, aber danach nicht mehr verloren und immer 15er, 10er, okay, sind natürlich kleine CKs. Selten, dass da mal ein 20er bei ist, weil wir selber ja nur 22 Leute hier sind. Und naja, und gegen die No Novimbre Royo waren wir tatsächlich chancenlos, gute Bases auf gegnerischer Seite, aber dennoch eine echt extrem, extrem coole Def, muss ich sagen, von einem von uns. Also sie haben uns nicht ganz geschafft, aber sie haben es nicht geschafft, die Base von Lord of War zu legen. Also 7 Angriffe, Leute, ihr müsst, ne, von 15, das ist mehr als die Hälfte, hat der Kollege gedefft hier. Das ist schon richtig cool, aber alle anderen haben relativ zügig eins kassiert. Naja, was willst du machen? Aber vor der Streak ist nach der Streak oder vor der Streak ist vor der Streak, ist gehopst wie gesprungen. Wir sind wieder dabei, uns eine Siegesserie, denke ich mal, aufzubauen. Wie auch immer, ja, muss man mal sehen, ob wir nochmal so weit kommen oder ob wir es nicht nochmal so weit kommen lassen. So muss man es ja auch sagen. Und aber wir gehen mal rein ins Geschehen hier. Ist ein bisschen schade, aber ihr könnt mir gerne mal eure Streak in die Kommentare reinschreiben. Aber es gibt sicherlich etliche Clans, die auch gerne eine 50er und weitaus mehr fahren. Das heißt also, ich glaube, 50 Stück gehen, glaube ich, in die History mit rein. Und danach musst du dann schon wissen, ob du danach wird halt nur noch gezählt. Dann gehen die Grünen unten weg und oben kommt immer ein Grüner mit hinzu. Aber naja, wie gesagt, Leute, ist nicht so schlimm. Müssen wir einfach durch. Und wir waren auch nicht traurig, weil irgendwann, weißt du selber, reißt das ein. Und es war eigentlich war es dann nur die Frage, wann reißt es ein? Aber ihr seht hier immer noch die, ja, leider immer noch die Root Rider. Und die sind ja auch vermehrt während der WM-Qualifikation jetzt gespielt worden, also diese Man's League Qualifier. Und was natürlich sehr, 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 sehr schade ist, aber also nicht sehr, sehr schade ist, sondern klar, man soll sie ja spielen, dafür ist die Truppe ja auch da. Aber im Moment, selbst nach einmaligen, warte mal, Mikro, selbst nach einmaligen Nerf oder zweimaligen Nerf sind die immer noch ganz schön stark. Die Bases werden aber auch ein bisschen stärker. Also wie gesagt, unser vorheriger Gegner hatte eklige Bases. So sagt man das dann, glaube ich, immer, ne? Er hatte echt eklige Bases. Aber es gibt ihnen auf jeden Fall recht. Und von daher geht das vollkommen in Ordnung. Was jetzt nicht heißt, dass wir schlecht gespielt haben oder nicht so effektiv gespielt haben. Aber wir hatten auch ein bisschen Pech so hier und da mit 99% Angriffen und so weiter. Ist aber jetzt auch, ist geschehen, Leute. Es ist vorbei. Es ist vorbei, bye bye, Junimond. Aber nee, der Junimond kommt erst noch. Das Wetter wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen schicker als noch letzte Woche. Da war es ja noch ein bisschen winterlich. Aber auch hier Sanchez. Richtig kranker Angriff sehe ich jetzt gerade. Da lebt nicht mehr so viel. Allerdings setzt der Royal Champion am Rathaus da nochmal eine Falle ausgelöst. Und der Rest geht jetzt außen rum. Aber oh, wenn der in Rage ist, das ist echt. Es ist wirklich der Hammer. Aber schönes Ding hier, 16 auf 16. Übermorgen geht die Liga los, Leute. Und da wollen wir mal gucken, was wir haben. Oh, können wir mal live reinsehen. Ach, ich noch einen Live-Angriff. Das ist dann eher Zufall. Also es ist nicht geplant, Leute. Ich animiere meine Leute hier nicht. Leute, greift mal an. Ich brauche Videomaterial oder so. Sondern das ist jetzt, wie es gekommen ist. Mit, was hat er dabei? Auch Root Rider und ein Apprentice, also ein Wardenlehrling und aus der Queen, nee, nicht aus der Queen, vom Root Rider die
Hocks, die sind auch sehr, sehr beliebt, muss ich sagen. Da ist ein Superdrache mit drin, okay. Ich weiß ja immer noch nicht, was die neue Meta ist. Im Moment spiele ich, glaube ich, drei Valkyren oder vier Valkyren und einen Yeti in der Clanburg. Und das müsste es aber gewesen sein. 15 Valkyren, okay. Sind die wieder so stark? Sind die so stark? 15 Stück? Meine Herren, Donnerwetter. Aber es sieht ganz gut aus. Wir haben nur noch eine offene Base hier, 44 Sternchen für uns. Und dann gucken wir uns auch gleich den Lord of War mal an, was er hier gerissen hat. Ich meine, was er gerissen hat, ist klar, 3 Sterne gegen German Eastside, also deutscher Clan. Grüße gehen, wie heißt es immer, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und ich denke, dass man sich meistens ja zweimal sieht. Wir haben ja schon einen Clan, ein deutscher Clan, den haben wir ja schon mal in der Ladder gehabt hier, also in den normalen Clankriegen und auch in der CWL. Die waren aber auch satt, muss ich sagen, auf uns zweimal zu treffen, denn die haben beides mal verloren gegen uns. Und wenn du das dann schon weißt, so nach dem Motto, oh, wieder die Herausforderer. Naja, so dolle sind wir nicht, aber ich sag das immer so, so dolle sind wir nicht. Nein, wir sind ja echt eine coole Truppe, wenn auch es einige Schwachstellen wie zum Beispiel mich gibt, der im Moment, oder nicht nur im Moment, sondern ich habe schon länger kein Dreier mehr gefahren im Clankrieg. Selbst auf dem 15 habe ich heute 90% Timefail gehabt, aber ich weiß auch im Moment nicht wirklich meine Armee. Ich meine, klar, ich habe die Tage gesagt, Hybrid geht immer, aber Hybrid geht halt auch nicht immer für 3 Sterne. Allerdings sehen wir hier gerade einen Hybrid für 3 Sterne. Okay, wenn die Queen echt gut läuft. Auch hier der Gegner hatte vermehrt die Inferno-Drachen hier in der Clanburg. Die sind sicherlich auch nicht schlecht, aber die sind fürchterlich lahm oder langsam, so will ich es mal sagen, bis die ihre Fähigkeit da aufgebaut haben. Und die hältst du mit dem Gift auf jeden Fall super, super im Zaum. Und wenn natürlich die Queen dann auch noch einfriest, dann kommen die gar nicht dazu, mal ihren super auszusenden. Ich glaube, Luftskelette gibt es gar nicht mehr, ne? Aber ich meine, okay, wir sehen auch gar keine Luftangriffe oder eher wenig Luftangriffe. Deswegen sieht man natürlich auch an der Stelle etwas weniger an Skeletten bzw. an Luftfallen. Und wenn man nicht mal irgendwas mit Luft dabei hat, aber ich meine, hier sind ja ein paar Heilerinnen. Aber okay, das ist dann natürlich auch nicht so tragisch, beziehungsweise natürlich doof, wenn du überhaupt keine Luftfallen hast, um wenigstens so ein bisschen die Heiler hier abzuhalten, zu heilen, dann halt, na doch, da ist eine Luftfalle gewesen. Okay, ich meine, klar, die Luftfallen sind natürlich Luftfallen, aber die Skelettfallen, die man umstellen kann, auf Luftboden, die halt nicht, aber da haben wir jetzt gerade noch eine gesehen, habe ich jetzt zumindest gerade noch mal so gesehen. Und ich gehe mal hier in den oberen Bereich, Magma Rock. Attacke, Reply, ne, ich kann nicht mehr attacken, ich habe zweimal attackt heute. Und auch das ist ziemlich ekelig mit zweimal Invisible, also zweimal Unsichtbarkeitszauber. Ist auch nicht gerade eine Base, die ich jetzt so favorisieren würde zum Angreifen, aber auch hier seht ihr wieder eine ganz andere Kombination mit Rootreitern und Superbogenschützen dahinter. Aber sie sind halt immer mit dabei, einfach quer rein hier in die Base, oder was heißt einfach? Es ist sicherlich auch ein kleines Stück Taktik. Es ist nicht einfach nur so, ich spam die mal rein und dann gucken wir mal, wie weit die gehen. Schön das hintere Compartment hier blank gemacht, beziehungsweise ja, da gehen jetzt die Packers erstmal durch, beziehungsweise da unten ging ja ein King. Und ja, hier sieht man es mal ganz deutlich, aber Fallen werden trotzdem noch ausgelöst. Die Magier holen da sogar noch die Nadu hier unten raus. Weil viele greifen natürlich von dieser Flanke an, wo jetzt gerade die Wurzeln stehen, und gehen dann ins Rathaus rein. Dann hast du die Nadel natürlich ziemlich früh weg, aber man hat jetzt natürlich auch die gesamte Defensive hier hinten noch zu machen. Und ihr seht das, der Invisturm wird noch mal ein bisschen, der wird noch mal auslösen, denke ich mal. Oder war der schon einmal ausgelöst? Da steht ja leider keine Uhrzeit jetzt dran, beziehungsweise keine Sekunden. Da tickert nichts runter, so nach dem Motto in 5, 4, 3, 1 ist er noch mal aktiv. Also der hat ja jetzt die ganze Zeit nicht ausgelöst, oder er hat oder ist noch in seinem Cooldown, dass er noch ausgelöst wird. Aber
Ah, hier wieder der World Champion. Ich sehe den so gerne, der, wie der hier durch die Base fliegt. Ist wirklich genial. Ich hoffe, ihr habt euch die Bauarbeiterflasche heute schon abgeholt für den 5-millionsten Download. Beziehungsweise es ist noch gar kein Download, sondern für das 5-millionste Vorbestellen von Squadbusters. Sehr, sehr schick, finde ich ganz in Ordnung. Man hat aber auch unendlich viel Zeit, sich das Zeug abzuholen am Ende. Und da wird er nochmal ausgelöst, aber der löst ja auch gar nichts aus. Der macht ja nur die Warden-Statue und den X-Bogen, der jetzt gerade schon weg ist, unsichtbar. Natürlich, die anderen Gebäude waren natürlich davor schon weg und da stand meines Wissens auch noch der Adler oder die Adler-Artillerie. Heißt sie ja dann immer. Und nehmen wir hier nochmal Nachtschatten 2 mit rein. Da sehen wir vielleicht mal was mit Luft. Jawohl, Luft geht auch noch. Und hier sehen wir dann auch mal eine andere Kombi. Ich meine, die Kombi kennen wir. Mit Eispfeil und mit der Unsichtbarkeitspulle. Dann haben wir hier den Warden mit Standardbuch und Heilbuch oder Lebensbuch heißt es, glaube ich. Und den Royal Champion mit Puppe und Haste. Aha, okay. Also mit Puppe, mit ich wollte gerade sagen, nicht mit Voodoo-Puppe, sondern mit Hawk Rider-Puppe. Hawk Rider-Puppe. Was für ein Begriff. Aber okay. King in den kleinen Schlauch hier. Das sah niedlich aus, ne? In den kleinen Schlauch, wo der Monolith stand. Und mit Hilfe seines kleinen Vogels schafft er fast noch das Rathaus. Okay. Nicht ganz gepackt. Der Vogel packt das natürlich auch nicht ganz. Also nicht der Vogel, sondern der Phönix hier. Sag ich mal, der Vogel. Naja. Und die Queen muss sie jetzt schon in ihre Unsichtbarkeit. Viele, viele Ballons hier rein. Und was spielt er da eigentlich noch mit rein? Ich denke mal, von irgendeiner Seite kam noch der Finger. Ah, hier hinten. Hier hinten kam der Finger von der anderen Flanke. Nächster Hund hier auf. Oh, zwei Hunde sind das sogar. Okay, Nardo gefunden. Aber schöner Angriff, endlich sehen wir mal wieder ein bisschen was mit Luft. Also Luftangriffe gehen ja doch noch. Ja, und jetzt seht ihr hier oben auf 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr circa den Royal Champion hier. Dann könnt ihr gleich auch die Hawks sehen. Auch das ist eine Kombi, die wird im Moment aber, glaube ich, ganz gern gespielt. Ein bisschen ärgerlich gegen zwei Helden. Aber die Hawks nehmen sich aber auch den King mal richtig vor gerade. Okay. Ja, kann man auch so machen, ne? dann ist es gar nicht mehr so schlimm, aber die werden natürlich erstmal auf eine Defense gegangen, habt ihr gesehen, die waren am Wegreiten, die gehen dann natürlich erstmal auf eine Defense, bevor sie dann einen Helm platt machen. Naja, sei es drum. Ich denke mal, wir bauen unsere Streak wieder auf, 2 Stunden 52 Minuten noch und ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Sparkling kommt wahrscheinlich wieder zur OWM. Kevin, früher habe ich gesagt, jeder Clan braucht einen Kevin. Aber er ist wirklich clanlos und bei uns ist es mal schwierig. Da müssen wir darüber diskutieren, wen wir mit aufnehmen und wen wir nicht mit aufnehmen, weil eigentlich letztendlich würde ich jetzt einen 16er nicht von der Kante stoßen, muss ich sagen. Hat 10 Attacken gewonnen. Erster Legendentag wahrscheinlich heute. Und ich habe noch gar nicht angegriffen hier außerhalb des Clankrieges. Aber wie gesagt, es ging heute erstmal um die kleine, aber feine Serie, die wir jetzt verlassen haben. Ich hoffe auch, dass wir die Liga erstmal wieder halten, also in Champions League 3 erstmal wieder bestehen. Ich denke mal Aufstieg, obwohl eigentlich könnte auch Aufstieg unsere Lesson sein, dass wir immer wieder jetzt aufsteigen wollen nach Champions 2 und dann halten. Ja, klar will man natürlich aufsteigen, aber in erster Linie geht es letztendlich erstmal rum. Halten die Liga, alles was besser ist, ist natürlich besser. Okay, die haben wir leider verlassen hier, aber ich wollte jetzt noch mal gerade gucken, wie viele Tage, 161 Tage bevor, aber so viel haben wir jetzt auch nicht verloren. Wenn man sich das ganze Log mal anschaut, dann ist das also überwiegend rot, ist das nicht. Ja, da kenne ich auf jeden Fall andere Logs. Also überwiegend rot ist das nicht. Wir haben auf jeden Fall mehr Wins als Loses, weil ich habe auch schon Clans gesehen, die haben unheimlich viele Clankriege gespielt, aber die haben auch unheimlich viele Loses dazwischen. Das hält sich bei uns eigentlich immer noch nicht die Waage, sondern wir haben immer noch viel, viel mehr gewonnene Clankriege als
verlorene und ein Draw, also ein Unentschieden. Damit fing unsere Serie an und ich hoffe nicht, dass unsere Serie damit aufhört, beziehungsweise aufhören tut sie ja nicht. Sie zählt ja dann weiter, weil dann ja niemand gewonnen oder verloren hat. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, Leute. Euer Toto. Best.